Ein ganz herzliches Hallo bei Palm Beach TV und unserer Rubrik So wird's gemacht. Heute dreht sich alles um das Thema sicheres Rutschen. Ich kläre für Sie wichtige Fragen, wie die Rutschen getestet werden und wer auf welcher Rutsche rutschen darf. Kommen Sie doch einfach mal mit. So, ich sitze jetzt hier mit dem Herrn Schalander, dem Betriebsleiter des Palm Beach, und habe jetzt natürlich noch einige Fragen zum sicheren Rutschen. Hallo, lieber Herr Schalander. Ja, Sie haben ja hier wirklich ein absolutes Rutschparadies. Jetzt würde ich von Ihnen natürlich gerne wissen, wie viele Rutschen es denn hier im Palm Beach gibt und was Sie so besonders macht. Wir haben insgesamt 16 Rutschen bei uns im Palm Beach. 1600 laufende Rutschenmeter haben wir. Aufgeteilt in zwei Rutschtürmen und im Kinderbecken haben wir für unsere kleinen Besucher etwas. Ab 3 Jahre können die auf ihrer Schlangenrutsche rutschen und auch die Spielmöglichkeit nutzen. Und für die etwas Älteren, ab 6 Jahre, geht es dann bei unserem älteren Rutschenturm los. Und die kann man dann, ja, da ist mehr Action dabei. Und vor allem für die Erwachsenen ist auch der Doppellooping das Highlight, wo dann der freie Fall mit ca. 8 Meter einen richtig beschleunigt und für extrem viel Spaß sorgt. Ja, Wahnsinn, das hört sich richtig gut an. Wie kann ich dann als Badegast Unfälle vermeiden? Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps für unsere Zuschauer? Wenn man eine Rutsche beim ersten Mal benutzt, sollte man auf jeden Fall die Hinweistafeln beachten. Die sind auf jeder Rutsche angebracht und auch unten im Rutschenraum selbst. Da steht dann drauf die Rutschhaltung, besondere Gefahren, ist die Rutsche dunkel, kann man Orientierungsverlust erleiden, sonstige Sachen. Wenn man sich an diese Hinweise hält, dann kann einem eigentlich nichts passieren. Dann geht auf jeden Fall nichts mehr schief. Jetzt würde ich von Ihnen ganz gerne wissen, was ist denn eigentlich ausschlaggebend dafür, dass eine Rutsche eröffnet werden darf? Dafür braucht man einen guten Rutschenhersteller, einen Architekten, die wohl das zusammen planen. Dann muss dieser Plan genehmigt werden von unserem Landratsamt. Nach dem Bau wird dann eine TÜV-Abnahme stattfinden. Ist diese erfolgreich bestanden, darf man die Rutsche in Betrieb nehmen. Und dann wird sie aber jeden Tag noch von unserem Rutschendienst berutscht und auch begangen im trockenen Zustand. Und dann kann der Gast jederzeit beschwerdefrei rutschen. Ja, da hängt ja auf jeden Fall einiges dran. Jetzt zu guter Letzt würde ich noch gerne von Ihnen wissen, wie denn die Technik hinter der Rutsche aussieht. Ich stelle mir das Ganze richtig aufwendig vor. Können Sie mir das einfach mal ganz kurz erklären? Wir haben ein komplettes Technikkeller mit einem großen Schwallwasserbehälter. Da ist das Wasser mit drin, wo dann nach oben an die Rutschen gepumpt wird. Es gibt große Schaltschränke mit etlichen Kilometern Kabeln, wo die ganzen Sensoren und Ampeln miteinander verbinden, damit eine Funktion stattfindet und eine unfallfreie Rutschung möglich ist. Ja, Wahnsinn, da hängt auf jeden Fall einiges dran. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und bis bald. So, ich stehe jetzt hier mit dem Toni Grund, dem Schichtleiter vom Palm Beach, vor dem Auslauf der Rutsche und habe natürlich jetzt auch einige wichtige Fragen. Hallo, lieber Grund. Wie werden denn die Rutschen eigentlich auf eventuelle Schäden geprüft und wie oft? Also wir haben insgesamt 1,6 Kilometer Rutschenlänge und wir müssen die täglich ablaufen und kontrollieren. Bei den schwierigen Rutschen wie der Turboblitz oder die Pegasus 2, die können wir natürlich nicht ablaufen, da werden wir dann abgeseilt. Aber das Ganze passiert täglich und wenn wir eventuelle Schäden feststellen, werden die von uns auch gleich behoben. Wenn was scharfkantig sein sollte, wird sofort abgeschliffen oder eventuell auch die Rutsche dann gesperrt. Wahnsinn, da hängt ja wirklich einiges dran. Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es denn eigentlich während des Betriebs? Also wir haben verschiedene, natürlich das Aufsichtspersonal, dann haben alle Rutschen sind kameraüberwacht und in der Schwimmmeisterkabine kommen alle Kamerabilder zusammen und natürlich hat auch jede Rutsche eine Ampel und die Ampeln sind sensorengesteuert, an jeder Rutsche sind Sensoren dran, sodass auch gewährleistet ist, dass immer nur eine Person in der Rutsche sein kann. Und dann können den Badegästen eigentlich auch nichts mehr passieren, oder? Nein, also solange man sich an die Regeln hält, kann nichts passieren. Es gibt verschiedene Regeln, zum Beispiel in der Doppellooping darf man nur einzeln rutschen oder in der Trichterrutsche darf man nur mit einer Reifen rutschen. Aber es gibt natürlich auch manche Leute, die rutschen dann mit einem Dreierreifen, aber da ist das Badepersonal dann dafür da, um dies zu unterbinden. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für die Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Was gefällt euch denn so gut an den Rutschen hier im Palm Beach? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Ja, also ich habe es noch nie erlebt, so viele Rutschen auf einmal. Meistens gibt es 1, 2 Rutschen im Schwimmbad und hier glaube ich 16 oder 18. Und auch so außergewöhnliche Rutschen mit so einem Trichter oder Doppellooping, also das habe ich bis jetzt aber noch nie gesehen. Was ist denn das Besondere hier an den Rutschen im Palm Beach?
ja, die große Auswahl und dass einen immer wieder was Neues erwartet.